Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Mana. So, das erste, was wir machen, ist, hol mir meinen Drachen wieder. Begleiter mitnehmen. Drago. So. Dann gibt es zwei Dinge, die ich mir ansehen möchte. Drei Dinge. Drei Dinge, die ich mir ansehen möchte. Mal sehen. Das eine wäre Geo. Mal sehen, ob Gilbert noch dort steht. Wenn ja, dann habe ich es komplett verkackt mit der Quest anscheinend. Ja. Ich fürchte, die habe ich verloren. Könnte sein, vielleicht weil ich die vorige verpasst habe. Wäre möglich. Dann wollte ich nochmal zu Gaia. Boink. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich schalte mal die Kämpfe aus. Ich will das ja nur prüfen. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr auswendig, wo Gaia war. Nee, hier nicht. Stimmt, das war irgendeine andere Kreuzung. Ja, hier. Willkommen, willkommen. Nicht so schüchtern. Guten Tag, was möchtest du wissen? Diese Welt wird Fadil genannt. Und sie besteht aus Mana-Wellen. Fadil umfasst nicht nur eine, sondern mehrere Welten. Das Land der Feen, das Elementarland und das Land der Menschen. Menschen können jedoch die anderen Welten nicht betreten. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Kann nämlich auch sein, dass wir die Quest, also dass ich die Quest einfach vom Kaktus nicht abgegeben habe. Die Gefahr besteht immer. Anuella, die Puppenspielerin, rief die sieben Weisen ins Leben. Als sie mich erweckte, begriff sie, dass es Wesen gibt, die viel weiser als die Menschen sind. Der Pfad wird weder von den Weisen noch von Helden geebnet, sondern von einfachen Leuten wie dir. Vielleicht wirst du selbst einmal zum Helden. Du bist immer wieder herzlich willkommen. Okay. Kann sein, dass ich die Quest einfach nach Vollendigung nicht abgegeben habe. Genau, dann muss ich noch aufs Piratenschiff. Ich glaube, da mache ich einen schnellen Cut hin. Ja, da mache ich einen schnellen Cut hin. Ich bin gleich wieder da, wenn ich am Piratenschiff bin. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. An Bord der Freibeuter. Ach, was kann es Schöneres geben als das gute Seemannsleben? Ja, wissen wir. Ah, okay, ich muss also doch ein bisschen segeln. Feinde an Deck, okay.
War es nicht beabsichtigt? Gut, waren keine besondere Herausforderung. Nein, das hat nicht speziell was getriggert, okay. Oje, mich kurz nachdenken. Norden? Weiter nach Norden? Noch ein Stück nach Norden? Westen? Westen? Norden? Westen. Verdammt. Entschuldigung. Da bin ich nicht mehr zum Muten gekommen. Oh Junge, ich fürchte, da muss ich nachsehen. Und ich glaube, es gibt einen ganz speziellen Weg. Ich check das mal kurz. War denn das jetzt wieder? Ich weiß, es gibt eine eigene Karte dafür. Weil man muss... Das ist wie, als bewegt man sich über ein Grid und das, man muss einen ganz besonderen Punkt erreichen. Mal sehen, ich muss nach 14. Da würde er sagen, die Seele ist dann vergessen. Mal sehen. Wenn ich jetzt sag nach Norden. Das Meer gibt uns alles, was wir brauchen. Das Meer gibt es die... Nein, nein, nein. Ja, das könnte das sein.
19. Dann müsste ich einmal nach Norden, wenn ich das richtig sehe. Krabbenbeine. Nein, das stimmt nicht. Ah, das ist so kompliziert hier. Jetzt bin ich auf 16. Jetzt bin ich hier. Das heißt, ich muss einmal nach Norden und zweimal nach Westen. Einmal nach Norden. Zweimal nach Westen. Das sollte es eigentlich triggern. Seltsam. Weil ich muss, mal sehen. Ich gehe nochmal durch. Das habe ich erledigt. Da bin ich gerade. Ich meine, ich kann probieren. Ja, ich komme hier nicht raus, oder? Hoppla. Bin ich auf 9, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sehe ich nicht. Ich muss auf 14, aber es hat nichts gemacht. Aber ich habe die Voraussetzungen dafür. Muss ich da zuerst mit dem Captain reden vielleicht? Nee. Muss ich da vielleicht zuerst das andere erledigen? Moment. Das wäre dann... Ich muss sagen, das ist sowas, auf das würde ich nie kommen. Ganz ehrlich. Auf 5 müsste ich kommen. Ich meine, es würde nicht hier stehen, dass ich was die andere Quest vorher brauchen würde. Aber ich kann ja mal nachschauen. Weil das habe ich mir extra aufmachen müssen, weil das mit dem Herumfahren auf dem Meer, das hat das letzte Mal, wo ich es gebraucht habe, schon so elendslang gedauert. Okay, das sollte eigentlich gehen. Also wir sind jetzt auf 9 und müssen nach 5. Das wäre einmal Norden, einmal Osten. Probieren wir das mal. Einmal Norden. Einmal Osten. Was ist das denn? Ah ja. Der Captain will dich sehen. Komm sofort in seine Kajüte. Okay, da haben wir was gefunden. Sehr gut. Joho, joho, da wären wir. Die Schneefelder von Fieg. Das heißt, dass es hier vielleicht eventuell einen Lüttenschatz gibt, möglicherweise. Du klingst aber gar nicht überzeugt, Captain. Und was meinst du, Minjung? Willst du mit den Pinguin auf Schatzsuche gehen?
Ei. Sehr schön. Zeig ihnen, was in dir steckt. Oh, wir frieren uns hier nach dem Brüssel ab. Und tschüss. Darius. Ja? Der Schnee hier ist zu kalt für uns Pinguine. Das halte ich nicht mehr aus. Die Feen im Schneefeld. So. Ach, hier geht's weiter. Ja, hier können wir Kämpfe wieder einschalten. Lästige Viecher. Schauen wir mal. Ich finde schön, dass im Schneefeld Wasserkreaturen sind. Ich meine, ja, ist in gewisser Weise ist es Wasser, ne? Kann man schon so sagen. Doofe Zombies. Feld der Unschuld. Ich bin Fiorentina, eine Federklasse 1. Den Feenschatz hat Erlang, eine Federklasse 7. Aber ohne einen Zauber kannst du Feen höherer Klassen nicht sehen. Soll ich einen Zauber wirken, damit du Feen der Klasse 2 sehen kannst? Ja. Zauberstufe 2. Du musst die Fee finden, die deine Feensichtstufe erhöhen können. Okay. Verzeihung. Leicht erkältet. Hüte dich vor Pieta, sie hat eine gemeine Ader. Okay. Ja, keine Ahnung. Ohne Beschreibung, wie die aussieht, kann ich hier schwer aus dem Weg gehen, oder? Hier auch. Ah ja, hier geht's auch weiter. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Irgendwo wird schon stimmen. So viele Rabbites. Doch, ja, sie halten einen starken Schlag aus. Ich bin beeindruckt. Hätte ich den kleinen Kerlchen es nicht zugetraut. Hm. Oh, du kannst mich sehen? Ich bin Malbaresta, eine Federklasse 2. Hm. Wie ich sehe, stellen wir dich auf die Probe? Nein, stellt dich Fieta auf die Probe? Sie will wohl herausfinden, ob du unseren Schatz finden kannst. Das ist interessant. Hier, ich wirke einen Zauber auf dich. Ja. Zauberstufe 3. Yeah. Eine Federstufe 2, aber sie kann dich Feen der Klasse 4 sehen lassen. Wozu habe ich dann den Dreierzauber bekommen? Keine Ahnung, ich gehe weiter nach unten. Von oben sind wir gekommen. Auch wenn ich unbedingt von hier, aber...
Nein, meine Erfahrung, meine Erfahrung. Ich glaube, das sind die Flugdrachen, die es gibt. Ja, vielleicht finden wir wieder ein Drachenei. Stimmt, es müsste hier irgendwo ein Drachenei geben. Ich weiß nur nicht wo. Diese Kaulquappen. Und natürlich sind uns die Pinguine hier keine Hilfe. Auf diese Piraten ist einfach kein Verlass. Ich bin Elnata, eine Fee der Klasse 2. Ich kann helfen, wenn deine Feensichtstufe 2 ist. Deine Feensichtstufe ist auf 3. Toll. Ich bin Lucini. Deine Fähigkeit ist auf Stufe 3. Soll ich einen Zauber auf dich wirken? Ja. 5. What? Ich glaube, Silvanella ist in der Nähe von Pieta und Elkin ist bei Malbaresta. Okay. Gehen wir mal dahin, wo wir nicht hergekommen sind. Feld der... Okay. Der Eisblumen, waren wir hier schon mal? Kommt mir ja überhaupt nicht bekannt vor. Hier kann ich aber auch nichts machen. Toll. Nee. Ich meine, ist hübsch, aber... Ja, kann ich da irgendwo unten oder oben raus? Nee. Sieht nicht so aus. Bis jetzt bin ich richtig anscheinend. Ein Orca, toll. Also hier nicht. Du bringst mir nur was. Ah ja. Du bringst mir nur was, wenn ich Stufe 2 hätte. Und nach oben komme ich nicht weiter. Aber hier unten ist auch nichts, nee. Ja, dann muss ich wieder zurück, ne? Kann ja sonst nirgends hin. Aber gut, sie hat gesagt, die eine ist bei Elkin und die andere ist bei... Na, bei der Fee am Anfang. Ich habe mir die Namen gerade nicht gemerkt, aber ich weiß, welche Feen gemeint sind. Na, da bin ich jetzt gespannt, welche uns helfen können. Okay, ich glaube, hier speichere ich lieber mal. Das wird mir schon langsam zu seltsam. Mein Name ist Geheim, aber ich bin eine Fee der Klasse 4. Ich wirke einen Zauber auf dich, wenn deine Feensicht auf Stufe 4 ist. Okay. Ja, du bist mal Barista, du hast geholfen. Und du bist Tilda. Ich bin Tilda, Klasse 5. Soll ich einen Zauber auf dich wirken? Ja.
Suche nach Lakshmi. In der Nähe findest du Feen der Klasse 4 und 5. Zum Henker ist Lakshmi. Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Die hier, die sagt, ihr Name ist geheim. Könnte noch irgendwie wichtig werden, oder? Ach du schon. Ja genau, du bist die... Jetzt kannst du viele Feen sehen, nicht wahr? Deine Feensicht ist auf Stufe 6. Ja. Ich bin Pieta, eine Fee der Klasse 3. Kann ein Zauber auf dich wirken, wenn deine Feensicht 3 ist? Okay. Oh, warte. Muss ich jetzt zu diesen Kristallblumen? Da ist auch eine Fee. Es sind schon wieder 3 Feen. Ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Quest. Ich bin Quinn, eine Fee der Klasse, eine Fee der Klasse 6. Der Klasse 4. Bleib stehen. Mein Name ist geheim, aber ich kann trotzdem einen Zauber auf dich wirken. Ja. Suche nach Erlang. Du hast nur einen Versuch. Sobald du mit der falschen Fee sprichst, hast du versagt. Die Feen haben dir nur geholfen, dich beim letzten Schritt versagen zu sehen. Nett. Dann speichere ich auf jeden Fall jetzt nochmal. Das heißt, sie helfen mir nur, weil es lustig ist, mich zum Schluss versagen zu sehen, damit ich mich möglichst ärgere. Fantastisch. Das sind ja äußerst nette Feen. Hier nicht gerade erst. Perfekt. Nee, mit euch. Ich bin nicht Erlang, okay. Spiel. Nein, nicht speichern. Dein Name ist geheim. Ich will nur noch mal versuchen. Mal Barista. Vielleicht ist es die? Bewegt sich eher oben. Na gut, Leute. Ich bin gleich wieder da. Ich werde mal laden. So, da sind wir wieder. Ah, zum Glück. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit wie vielen Feen ich jetzt gequatscht habe. Und ich dachte mir, nee, das schneidest du raus. Falls ihr wissen wollt, wo ich sie gefunden habe, das ist, wenn ihr von der Speicherstatue aus nach rechts, eher rechts unten geht. Dann kommt nochmal ein Screen mit Monstern und dann kommen die drei hier und eine davon ist es. Ich weiß nicht, welche genau, aber eine davon ist es. Weil da wo wir den Zauber bekommen haben, wo uns gesagt wurde, wir müssen Erlang finden, da sind 3. Dann geht ihr nach unten, da wo ich vorhin gegangen bin, das sind 3, davon ist keine Erlang. Wenn ihr aber oben lang geht, kommt ihr über einen Screen weiter zur Speicherstatue, das sind auch 3, von denen ist auch keine. Ganz kompliziert.
Und wenn ihr dann nach rechts unten weitergeht, kommt ihr über einen weiteren Screen hierher und hier ist es eine. Also ganz furchtbar kompliziert. Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ich bin Erlang. Danke, dass du mit uns gespielt hast. Bitte nimm das hier an dich. Draupnir. Klingt wie ein Speer. Beim Klabautermann, du bist ein echter Seemann. Hier, bitte. Ist nicht viel, aber es soll dir gehören. Eine Krabbe? Die Feen im Schneefeld. Ende. Sind ja schon niedlich vom Aussehen, aber ich hasse sie. Ah, die können so nerven mit ihrem Spielen. Verdammt. Geht es ihm gut? Stirbt er etwa? Keine Sorge, er wurde auserwählt. Er tritt jetzt in die spirituelle Welt über, um Teil eines großen Baums zu werden. Großer Baum? Genau. Wir Pflanzen sind alle über unsere Wurzeln verbunden. Wir wirken vielleicht wie einzelne Wesen, aber in unserer wirklichen Dimension sind wir eine Pflanze. Ihr seid eine Pflanze? Wir gehören alle zu einem Baum. Was ist mit mir? Du auch. Das wusste ich nicht. Wenn sich in der spirituellen Dimension viele Pflanzen im großen Baum anschließen, wird der große Baum in dieser Welt wiederbelebt. Oh. Ja, nicht hier, nicht. Ich muss mit dem Kaktus reden, Entschuldigung. Kleine weiße Fee. Das vor unserer Haustür im Übrigen müsste der Start vom Finale sein. Kann ich theoretisch jetzt schon triggern? Ich krieg dann noch ein Artefakt, das ich setzen kann. Alles gut, solange ich das Artefakt nicht besuche, ist alles in Ordnung. Was ich sowieso machen muss, jetzt wo ich so drüber nachdenke, weil sonst können wir die Quest in Domina gar nicht machen. Warte mal. Gorgonenauge, Jagd auf Dukat, 12 Fackeln. Nach Feen war es jetzt aber nicht, oder? Nein. Karte? Nein. Aber irgendwas hier, oder? Da. Feen sind für Menschen sichtbar und unsichtbar. Wenn man eine Fee sieht, ist das vermutlich so, als würde man träumen. Sekunde. Kann ich Träume nur sehen oder geschehen sie wirklich? Desto mehr wir ihm erzählen, desto philosophischer wird dieser Kaktus. Er wird mal der klügste Kaktus der Welt. Na gut, Leute. War sehr chaotisch heute. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Und wir sehen uns bald wieder. Freue mich schon. Können wir dann endlich den letzten Dungeon platzieren und die letzten paar Quests erledigen. Die zwei Arcs, die noch ausschneidig sind, die will ich noch abschließen. Dann haben wir es geschafft. Das ist eine lange Reise gewesen, aber ein bisschen was haben wir noch. Ich hoffe, ihr begleitet mich auch weiterhin. Bis dahin, ciao, ciao.